Ich so ein Getränk, ein Bio-Getränk. Warum ist dieser Weg gekommen, dass sich der Toni Inauer mittlerweile in diesem Bereich auch engagiert im Grunde? Ein bisschen haben wir die Spur schon gelegt. Es kommt aus der Zeit von Baldur Breimel, Willi Dungl, den man auch nicht vergessen darf, der auch mit uns als Masseur und 1000 Sasser unterwegs war. Dieser Faible und dieses Wissen um gesunde und gute Ernährung. Und plötzlich habe ich so ein Getränk entdeckt, das alle diese Bestandteile mit sich bringt, dass man sagt, das ist ein biologisches Getränk, das ist ein regionales Getränk. Und dann denkt man sich, wie wird das schmecken? Mhm. Und das ganz Überraschende war, das war einfach sensationell gut. Und das ist diese Kombination, die mich dann schon fasziniert hat, von einer anspruchsvollen, qualitätsvollen Getränkemarke, das auch geschmacklich einfach jeden einmal sehr, sehr gut schmeckt. Ja. Mhm. Ich probiere dann noch ein bisschen. Ich würde es doch noch mehr aufnehmen müssen, natürlich. Wie ist denn das entstanden? Du bist jetzt auch dort dabei, auch natürlich ein bisschen als Botschafter von IXO unterwegs. Wie ist denn das Ganze entstanden mit IXO? Warum hat man gesagt, okay, so muss das sein? Ich bin einmal angesprochen worden mit einem Sportkollegen, der mir das empfohlen hat, weil er das sehr im Tennis für sich sehr zufriedenstellend anwendet und getrunken hat. Und dann habe ich den Geschäftsführer, den Sepp Brandler, kennengelernt von IXO. Ein Fliegenfischer übrigens, auch da eine Fliegenfischer sind vor allem auch Naturliebhaber, denen es auch darum geht, dass aus dem Fluss nicht nur Fische rausgenommen werden, sondern dass man das nachhaltig bewirtschaftet und dass das natürlich alles abläuft. Und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Die haben mir das erklären lassen, wie das funktioniert mit dem IXO. Natürlich als misstrauischer Wälder auch alles einmal probiert, über längere Zeit, und für mich befunden ist hervorragend. Und letztendlich in einer Kombination als Werbeträger, aber andererseits, weil ich so überzeugt bin von diesem Produkt und von diesem Getränk, bin ich auch als Investor mit eingestiegen und bin mittlerweile quasi Teil der Firma. Mhm. Wir haben da etwas vorbereitet, um mal ein bisschen die Vergleiche auch klarzustellen, wenn wir reden von Limonade und sonstigem und wenn wir dann wirklich von IXO reden. Was mich einfach fasziniert hat, war auch die Tatsache, dass sich da ein kleines österreichisches Unternehmen traut gegen die ganz großen Multis, und der Getränkemarkt ist ja wirklich beherrscht von internationalen Großkonzernen, die riesige Budgets zur Verfügung haben, und da traut sich ein regionaler biologischer Hersteller da mit einem speziellen Produkt an. Das, sowas gefällt mir. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit als Skispringer, wo wir als Österreicher versucht haben, auch ein bisschen da gegen die ganz Großen uns einen Namen zu machen. So, und dann stellt man fest, wie werden so die großen normalen Getränke, was ist da drinnen? Der Konsument kann das leider oft nicht unterscheiden. Es ist im Großteil so, wie wir es jetzt hier sehen. Das sind unsere wunderbaren IXO-Getränke. Genau, da hat man auf ungefähr ein Liter Wasser, 0,9 Liter Wasser. Da weiß man das, und wenn man den Beipacktext bzw. die Produktbeschreibung liest, dann kommt als erstes Wasser und Zucker. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil das die Hauptbestandteile dieses Limonaden, dieses Fruchtsaftgetränkes ist. Und sobald nur, glaube ich, 4% wirklicher Fruchtanteil in so einem Getränk drinnen sind, und das repräsentiert den Fruchtanteil, dann kann das als Fruchtsaftgetränk auf den Markt gebracht werden. Das können wir jetzt da reingeben. Das ist sozusagen der Geschmacksstoff. Fruchtsaft wäre dann noch ein bisschen was, dass man sagt, okay, man hat zumindest noch was mit dabei. Ja, man tut ein bisschen ein Fruchtsaft dazu, nicht? Da kommt man da auf 4%. Und das schmeckt erstaunlich gut, wenn man dann 100 Gramm Zucker in raffinierter Form, das ist echter Industriezucker, hineingibt. Also genau dieser normale weiße Zucker, den man halt einfach so zu Hause stehen hat. Ja, man sieht jetzt schon, was das hier ausmacht. Das ist einfach Wasser mit sehr viel Zucker, wenn man das... Wasser mit sehr viel Zucker, und wenn man weiß, was das in der Verstoffwechslung und so weiter, was so ein großer Zuckeranteil, raffinierter Zucker in der Verarbeitung für eine Rolle spielt, dann kann das Getränk recht gut schmecken, gut ausschauen. Aber auf lange Sicht ist es sicher nicht das, was man jetzt unbedingt sich ständig zuführen möchte. Und es geht auch anders. Und das habe ich in dem Fall mit Sepp Brandler und mit dem IXO-Getränk kennengelernt, das ja heißt intelligent, gesund, sozial und ohne irgendwelche Konservierungsmittel. Das ist die Grundidee dieses etwas sperrigen Namens, den man sich dann aber, wenn man es einmal geschmeckt hat, zu merken beginnt. Und da geht eben die Produktionskette ganz anders. Und wenn man sich dann liest, was hinten oben steht, dann beginnt es mit 60% fermentiertem Gerstengras. Da haben wir jetzt also wunderbare Gerstenähren, und da gibt es die Körner drinnen. Und diese Körner werden
angekeimt. Mhm. Und man weiß, im Keimling ist eigentlich die meiste Energie drinnen und diese Keimlinge werden in einem Fermentationsprozess werden die vergoren. Es ist wie beim Joghurt, man gibt die Keimlinge in ein Fass hinein, gibt bestimmte zur Fermentation notwendigen Bioorganismen, Mikroorganismen dazu und dann setzt diese Fermentation ein und das ist 60% dieses Getränkes, ist dieses fermentierte Gerstengraskeimlinge. Und dann geht die Produktionskette weiter und da kann man es ja sehr schön darstellen, es sind unterschiedliche Äpfel, biologische Äpfel aus regionalem Anbau. Wir haben unterschiedliche Traubensorte, die weiße Traube, das weiß man vor allem auch im Sport, dass das ein besonders gutes Nahrungsmittel ist und Zitronensaft. Das entsteht normalerweise, und da kommen wir wieder kurz nach Vorarlberg, weil die Firma Pfanner das dann abfüllt und letztendlich vermischt. Wenn es notwendig sein sollte, und was sehr selten der Fall ist, geben wir einen Rohrzucker, einen nicht raffinierten dazu, in kleinsten Mengen, maximal 4 Gramm oder 10 Gramm, dass da hineinkommen können. So, und das Ganze landet dann in diesen Dosen. Nahrungsmitteltechnischen her ist die Dose die ganz konsequente Weiterführung dieser Idee, dass man ohne Konservierungsmittel und ohne künstlichen Zucker ein wertvolles, qualitativ hochwertiges, man könnte fast sagen, Getränk oder Nahrungsmittel haltbar macht. Dazu brauchen wir die Dose, weil wir eben da drinnen hochwertigste Vitamine haben. Wir sind das einzige Produkt, das Vitamin B12 in natürlicher Form vorkommen lässt und die sind höchst lichtempfindlich. Um zu verhindern, dass das nach ein paar Tagen schon verraucht oder sich in Luft auflöst, diese hochwertigen Vitamine, ist einfach diese Dose notwendig. Ja, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Viele denken, das ist ja schon, das darf man wirklich sagen, der allgemeine Glaube, okay, wenn da jetzt Biogetränk draufsteht, naja, dann schmeckt es nach nichts oder es kann nicht schmecken. Ich würde sagen, wir probieren einmal. Du hast gesagt, es schmeckt hervorragend. Das möchte ich jetzt auch mal sehen, wie das alles funktioniert. Wir haben, glaube ich, 95-prozentige, jedenfalls sehr, sehr hohe Rate, denen unser Getränk außergewöhnlich gut schmeckt. Magst du eins mit Koffein? Oder? Du hast jetzt, glaube ich, das mit, ja. Aber dann nehme ich das ohne. Dann nimmst du das ohne, ja, genau. Zusammen. Also man sieht auch da den Unterschied farblich. So, dann würde ich sagen, wir stoßen kurz an. Zum Wohl. Zum Wohl. Und wir probieren einmal. Sehr gut. Unterstande. Also das ist jetzt nicht, weil ich das muss, sondern weil ich wirklich sagen muss, geschmacklich sehr, sehr gut. Man schmeckt vieles heraus, es hat einen eigenen Geschmack, aber der ist sehr angenehm und hat auch eine gewisse Süße, wo man jetzt meinen könnte, es ist kein Zucker drin. Dann schmeckt es nicht süß, aber es funktioniert wirklich wunderbar. Für alle, die jetzt uns das gleich tun möchten und das auch probieren möchten natürlich, wo gibt es denn XO, wo kriege ich denn das überhaupt? Ja, da sind wir mittlerweile in den letzten Jahren doch ganz nett vorwärts gekommen. In Vorarlberg, Eurospar, Interspar, Merkur, Suterlüte. Bei Bäckerei Kloser wird es demnächst eingeführt werden, hat sich das gut angeschaut. Sie kriegen es im DM-Markt, man kriegt es in den OMV-Tankstellen bzw. in den Viva-Märkten. Also es ist vielschichtig, Maximarkt in Salzburg ist es erhältlich. Also ADEC-Märkte auch, sind wir schon ganz gut dort drinnen. Also wenn man es möchte, dann... Wenn man es möchte, muss man suchen nach diesem signifikanten Logo und sich dann vielleicht auf das Geschmackserlebnis einmal einlassen. Also probieren lohnt sich auf jeden Fall, egal ob mit oder ohne Koffein, je nachdem wie man das möchte. Toni, ich sage dir vielen Dank für die Vorstellung deiner Zeit und auch der Zukunft und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und, danke sehr. Hoffentlich geht es so weiter auch mit XO. Ich würde sagen, am Schluss können wir nochmal anstoßen. Tschüss, auf die Nachhaltigkeit. Ja. Ganz genau. Das war's von uns. Ich sage vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.